und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Vlog. Und zwar werden wir jetzt gleich das allererste Mal nach Übergabe in unser neues Office gehen. Und wir werden jetzt einen kleinen Rundgang machen und alles herzeigen. Und damit ihr auch genau wisst, wie es vorher ausschaut, weil wir werden sehr viel selber renovieren und euch auch schon die Ideen erzählen, die wir haben. Ja. Von dem ersten Raum an mit rosa Wand, unser mächtiger Eingangsbereich, wo jetzt noch dieser komische dunkelblaue Schrank da steht. Noch. Ich meine, er ist nicht unpraktisch, weil er hat so viel Stauraum, aber er ist halt schon sehr, müssen wir uns überlegen, entweder tun wir den renovieren oder wir geben was anderes rein. Genau, boah, das habe ich noch gar nicht gesehen, die Decke ist auch voll schön gesehen. Genau, und direkt vom Vorzimmer geht's. Oh mein Gott, wie groß das ausschaut, das ist so arg. Geht's hier nach hinten, da gehen wir später hin. Oder eben hier hinüber. Das Schönste, das schön, wirklich wie im Traum. Das Allerschönste hier ist das. Hier unser Foto- und Filmraum, da werden wir die ganzen Looks machen. Erfahrungsgemäß werden wir 150.000 Mal über die Wände drüber tapezieren. Aber bitte die Decke. Boah. Da sieht man Reste von den alten Mietern. Yay! So, und dann gehen wir. Oh! Ich kann nicht hoffen, dass ich meine, was ist das für eine. Was ist das? So, und das ist der nächste Raum. Und das wird auf jeden Fall schon das, also ein Office. Und wir haben halt jetzt noch gar nicht festgelegt, wer wo sitzt oder wer welchen Raum bekommt. Das werden wir dann am Montag gemeinsam aussuchen, so wie es halt praktisch ist. Wobei früher sind wir so nah zusammengesessen und jetzt sind Räume zwischen uns. Aber wir sehen uns. Es gibt diese urschönen Flügeltüren mit Glas und Tabur. Wahnsinn. Das heißt, die Distanz ist überschaubar. Dann das ist schon das zweite Office. Diese alten Flügeltüren sind extrem schön, aber halt leider schon ein bisschen vergilbt und die können halt alle abgeschliffen und das ist sehr, sehr viel Arbeit, haben wir gestern gehört. Aber die Arbeit würde ich sagen, die müssen wir auf jeden Fall antun, weil so schöne alte Türen voll im Jahr voll. Die passen dann gut drauf an. Das ist eigentlich nach dem Fotoraum der größte Raum. Ich weiß nicht, was jetzt das für ein Farbton war, das mal weiß. Rauchergelb mit einem dezent schönen Strich zwischen weiß und rauchergelb. So, Tommy hat schon weiter erkundet. Dann das. Das schaut jetzt klein aus, aber so klein ist es gar nicht, das ist 2,20 breit. Wird ein Deko-Lager. Genau. Schick.
So ein Reh im Walde. Und dann geht's weiter in die Küche. Und das ist das Makeover, auf das ich mich am allermeisten freue. Es gibt so viel zu tun. Und zwar bitte gut anschauen, weil so wird es bald nicht mehr ausschauen, aber wir werden natürlich vorher nachher Fotos machen. Also wirklich, ich weiß nicht, was schlimmer ist in der Küche, ob es der Boden ist oder die Decke. Das ist ziemlich schwere Entscheidung. Aber die Küche grundsätzlich soll bleiben, aber wir möchten sie halt komplett sanieren mit, ja, allen möglichen Ideen, die wir schon haben, und eben diese Wandverkleidung und also Wandverkleidung und Deckenverkleidung, die kommen halt auf jeden Fall raus. Und ja, das wäre, ich glaube, das ist ein Projekt, auf das wir euch bald angehen. Und dann haben wir noch ein Badezimmer. Wir haben für den Marco eine Badewanne. Genau, sind eigentlich, das ist ur-80er. Das war sicher urcool, dass man das so ein Halbmastbrett gemacht hat. Da ist auch eine hübsche Decke. Ja, mal schauen. Dann haben wir da noch zwei kleine Abstellräume und ein Mini-WC, das auch schreit Makeover! Friese mich! So, und was auch voll cool ist, ich meine, das liebe ich an Altbau. So ein Wandverbau, es gibt auch ein Licht, nur man muss sich urbemühen, dass man die richtige, ja, voll, es ist teilweise nur von kurzer Dauer. Und da ist halt auch nochmal so Stauraum drinnen. Bist du der Fachmann, ob man dieses Ding da wirklich, also man das rausnehmen kann? Das Ganze? Also ich wollte das nicht als Stauraum finden. Ja, ja, aber mir, wenn man Schränke reinstellt, muss man dann vermessen, wie gescheit das wirklich ist. Also ich finde es gruselig. Boah, schau, das habe ich noch gar nicht gesehen. Diese Fixierung vor der rosa Wand dahinter. Wow. Wahnsinn. Echt. Ein schönes Schmuckstück. Wir werden uns jetzt Unterstützung holen. Und zwar kommt der Philipp zu uns und wir werden schon beginnen, die ersten Sachen einzuräumen. Jetzt ist er schon da. Männer noch nicht. Material ist auch da. Wo sind die Männer? Vielleicht du den creepy Raum mit dir. Hinter dieser Tür ist sicher irgendwer. Aber zuerst werden drei Räume ausgemalt, aber als allererstes